Und ich habe einfach gemerkt, was da im Hintergrund läuft. Und dann habe ich mich Anfang 2018 selbstständig gemacht, ohne zu wissen, wie es geht. Ich fand das einfach so krass interessant, einfach mit dem Dreiländereck zu erleben, wie offen die Schweiz am Anfang gewesen ist. Von heute auf Von morgen heute auf morgen. null Einkommen Habe davon. mir dann einfach anschauen müssen, dass ich wirklich jetzt gerade mit der größten Angst ever konfrontiert bin, mit Existenzangst. Meine Mama hatte sich angesagt gehabt, weil ich im April Geburtstag habe. Das hieß, Kind, ich darf nicht kommen, ich darf dich nicht besuchen, ich traue mich nicht in die Schweiz. Ja, es hat einige gegeben aus dem Freundeskreis, die sich verabschiedet haben. Die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass das alles ein Theater ist, dass das alles orchestriert ist und dass es im Endeffekt eine riesige Angst- und Panikmache ist. Hallo zusammen, meinen neuen Beitrag am Tisch mit, diesmal mit Sabine Seibold. Hallo. Danke, dass wir uns gesehen durften. Es hat ja eine Weile gedauert. Wir haben immer gesagt, ja, da sehen wir uns, da sehen wir uns, und da sind wir aneinander vorbeigelaufen. Ja? Aber gut Ding will Weile haben. Genau. Sabine, du, wie man es hört, in diesem Video muss ich nicht sagen, wir halten das in Schriftdeutsch, damit die Menschen das verstehen, weil du bist, wie man hört, aus Deutschland. Wie kommst du in die Schweiz? Wie komme ich? Oh, das ist eine lange Geschichte. Sagen wir mal so, du hast in Deutschland, hast du was gearbeitet? Etwas? Ich bin früher Juristin gewesen, im Deutschen. Ja. Juristin. Ist Juristin dasselbe wie ein Anwalt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich hab Rechtswissenschaften studiert, deutsche Rechtswissenschaften, habe das Diplom, dort heißt es dann Diplomjuristin. Und das zweite Staatsexamen habe ich nicht. Das wäre hier, das Pendant wäre das Anwaltsexamen. Okay. Genau. Und was hast du da in deiner Tätigkeit gemacht? Also ich war die letzten Jahre Angestellte in der bayerischen Kommune. Und der allerletzte Job, den ich da gemacht habe, war, dass ich im Rathaus gearbeitet habe für die Flüchtlingsunterbringung. Bin da zuständig gewesen, als 2015 die Krise losgegangen ist im Pionierteam. Die Das Unterkünfte mit. Flüchtlingskrise 2015, Ja. da hast du mitgeholfen, die ganzen, wie sagt man denn, Fachkräfte, die gekommen sind, hast du untergebracht. So. Fachkräfte. Ja, Ja. neue Fachkräfte braucht das Land und du hast geschaut, dass die Wohnungen haben, Unterkünfte. Also mein Job war der in dem Pionierteam. Wir waren auch erst ein ganz, ganz kleiner Kreis. Ich war auch nicht die allererste, die da war. Da waren, glaube ich, schon drei Leute vor mir. Und die haben zusammen mit dem Bürgermeister vom Sozialreferat echt immer geschaut, wo können wir die Leute unterbringen, von den Unterkünften her, was brauchen die? Und meine Aufgabe ist dann gewesen, als ich dazu gestoßen bin, dass ich auch geguckt habe nach Unterkünften, die geeignet sind. Dann, was braucht es? Die Verträge anzuschauen und als Schnittstelle zu arbeiten zwischen der Regierung von Schwaben und dem Bürgermeister, ob diese Verträge überhaupt zustande kommen dürfen, weil es natürlich auch alles, das ist von Steuergeldern bezahlt gewesen. Und da musste geschaut werden, wie sind die Sätze. Es ist ein Ja. Krisenfester Job eigentlich, oder? Eigentlich ein krisenfester Job. Ein sehr krisenfester Job, ja. Jetzt bist du immer noch in Deutschland. Warum bist du in die Schweiz gekommen? Das war doch gut. Gut bezahlt. Ja. Ja, also ich habe 2015 dort angefangen und ich habe Tag ein, Tag ausgearbeitet, fast 10 Stunden am Tag, war ganz normal. Und irgendwann ist dann mal System Overload gewesen und ich habe einfach gemerkt, was da im Hintergrund läuft. Also es war unschön, nennen wir es Du jetzt mal konntest liebevoll. es mit deinem Gewissen nicht. Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, was dort abgelaufen ist und auch vor allem nicht, was ich im kommunalpolitischen Bereich auch noch so mitbekommen habe. Also ich bin auch in der Politik ziemlich unterwegs gewesen, habe auch den Herrn Söder mal erleben dürfen und alles so Geschichten und habe dann schnell mitbekommen, dass das ein Metier ist, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Und ich hatte dann auch 2016 einen Burnout und habe Ein Jahr später. ein Jahr später und habe über den Burnout festgestellt, dass das alles nicht das ist, was mein Herz zum Singen bringt. Und habe über den Burnout ganz, ganz viele andere Sachen gelernt, wie zum Beispiel, dass wir eine Seele haben, mit der man sich mal lieber unterhält, anstatt aufs Konto zu gucken, ob jeden Monat irgendein Gehalt von einem Job kommt, der einem keine Freude mehr macht. Ja. Man arbeitet, um zu leben, man lebt nicht, um zu arbeiten. Genauso. Ja.
Und dann? Dann bist du in die Schweiz gezogen. Ja, ich habe erst mal kürzer getreten. Dann habe ich parallel zu dem Job habe ich eine Ausbildung gemacht zur psychologischen Beraterin und habe dann im Januar 2017 ein Seminar besucht, ein Theta-Healing-Seminar. Theta-Healing. Theta-Reading. Healing. Healing. Wie Heilung auf Englisch. Ah, okay. Theta, die Gehirnwelle, und Healing von Heilung. Theta-Healing nennt sich das. Okay. Und in dem Seminar habe ich festgestellt, dass, also ich muss kurz ein bisschen ausholen, über die ganzen Krisen, die ich vorher so erlebt habe, haben sich meine Hellsinne gezeigt, meine Hellfähigkeiten. Sowas wie hell sehen, hell hören. Es gibt auch hell riechen, hell schmecken, hell wissen. Das hat sich alles urplötzlich offenbart und ich konnte damit nichts anfangen. Okay. Weil wir das in der Schule ja nicht lernen, dass es sowas auch gibt. Ja. Und in dem Seminar habe ich plötzlich gelernt, dass ich nicht unnormal bin, sondern dass wir mit diesen Sinnen arbeiten können und wie ich die benutzen kann. Und ja. Und dann hast du dich da weitergebildet. Ich habe ein Seminar nach dem anderen gemacht und dadurch habe ich dann in dem Job noch mehr gesehen als andere sozusagen. Habe dann, wann war das? Genau, in dem Januar habe ich einen Schweizer kennengelernt, der das auch gemacht hat schon. Und dann habe ich festgestellt, den Job will ich nicht machen. Ich will sowieso weg. Ursprünglich habe ich mir gedacht, das wird vielleicht das Allgäu. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, hör mal zu. Über die Grenze gefallen. Ja, weißt du was? Ich mag jetzt sowieso alles hinschmeißen. Der Job ist für mich überhaupt gar nicht mehr wichtig. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Wie sieht's aus? Würde ich auch in die Schweiz gehen zu dir? Können wir mal gucken, ob es was wird oder nicht. Und ich mache was völlig anderes. Und dann hatte ich auch einen Job in Aussicht als stellvertretende Geschäftsführerin. Sah alles richtig rosig aus. Hab dann zum Ende Juni alles hingeschmissen, Job gekündigt, Wohnung gekündigt, Altersvorsorge gekündigt, Lebensversicherung, überhaupt, ich sage mal Verunsicherung, alles hingeschmissen, bin mit dem Ersparten in die Schweiz. Ja, und dann habe ich mich Anfang 2018 selbstständig gemacht, ohne zu wissen, wie es geht. Egal, wenn ich schaue. Egal. Schau mal, es gibt hier Firmen, die wissen immer noch nicht, wie es funktioniert. Also da. Aber du hattest ja einen guten Start, oder? Du hast dann, was hast du angeboten? Was hat deine Firma gemacht? Meine Firma hat erstmal angeboten, dass ich Sitzungen gegeben habe, als Theta-Healerin den Leuten geholfen habe und als Mentalcoach einfach den Leuten durch Krisen durchzuhelfen. Weil ich habe selber früher Krebs gehabt und alles so Geschichten und Asthma und bin da einfach gut prädestiniert, dass ich Leute dadurch begleiten kann. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zur Lehrerin, zur Theta-Healing-Ausbilderin, dass das auch andere bei mir lernen können, diese Technik. Dann habe ich erste Seminare gegeben und ja, war froh und glücklich in dem, was ich da getan habe. Und dann habe ich mich noch von meinem damaligen Partner getrennt, habe dann geschaut, dass ich hier eine eigene Wohnung bekomme. Ja, und habe mich gerade so richtig schön eingerichtet sozusagen. Hat alles funktioniert? Hat alles funktioniert. Guter Weg? Ja. Ja. Und dann kam Coronis. Corona. Shutdown. Genau. Was ist das für dich im letzten Frühjahr? Das war ja März rum, irgendwo heißt es, zack, bumm, Feierabend. Was heißt das? Was ist das für dich? Also es hieß zwei Sachen für mich. Das erste war, meine Mama hatte sich angesagt gehabt, weil ich im April Geburtstag habe. Das hieß, Kind, ich darf nicht kommen, ich darf dich nicht besuchen, ich traue mich nicht in die Schweiz, weil ich nicht weiß, ob ich zurückkomme. Kein Besuch mehr. Und das zweite war, ich hatte Seminare angesetzt mit jemandem, der extra aus Österreich kommen wollte, dann noch welche aus Deutschland und die mir auch schlagartig sagen mussten, sorry, wir kommen weder aus unserem Land raus, noch in dein Land rein. Noch in dein Land rein. Und wenn das irgendwie geht, wissen wir nicht, ob wir in Quarantäne müssen oder sonst was. Und dann keine Seminare mehr. Von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Null Einkommen, nachdem man gerade eine Firma, ich sag mal, gestartet hat und sie läuft. Ja. Du konntest nicht mehr arbeiten. Mhm. Was hatte das für Auswirkungen? Was hast du dann weitergemacht? Ja. Bist du auf Demos, ich sag mal, weil du langweilig hattest? Oder warum? Was ist da passiert? Mhm. Also das Erste, was passiert ist, war, dass mit einer richtigen, also es war krass, wie das hochgekommen ist, dass ich plötzlich Angst hatte. Und ich kannte das von früher, als ich Asthma hatte, habe ich auch Angst- und Panikattacken gehabt, sodass ich schon wusste, da passiert jetzt gerade was. Und habe mir dann einfach anschauen müssen, dass ich wirklich jetzt gerade mit der größten Angst ever konfrontiert bin,
mit Existenzangst, quasi sozusagen runtergebrochen Angst vorm Sterben. Weil wenn wir kein Geld verdienen, können wir uns nichts zu essen kaufen, können wir nicht mehr leben, die Wohnung fällt weg, alles, ne? Das ist ja dieser Rattenschwanz. Obdachlose unter der Brücke. Die schlimmsten Bilder, die sich da zeigen, ja. Und ich habe das Glück, dass ich mich auch mit Traumatherapie und sowas alles beschäftige und als Mentalcoach, ich wusste einfach, was passiert. Und dann durfte ich erstmal da durch, richtig gut durch diese Angst und habe dann darüber das Geschenk bekommen, dass ich relativ schnell mitbekommen habe, ey, hier geht es um was ganz anderes. Also ich konnte diese C-Geschichte nicht ernst nehmen. Das war für mich keinerlei Bedrohung. Ich habe da draußen nur verängstigte Menschen gesehen, die aber nicht bei sich gewesen sind, sondern im Reptiliengehirn, die einfach aus diesem Überlebensmodus raus agiert haben. Aus Angst. Pure Angst, pure Angst. Und also du hattest nicht Angst vor Corona, sondern du hattest Angst vor Existenzangst. Ich hatte einfach nackte Existenzangst, die für mich wirklich sehr real gewesen ist. Ja, das ist klar. Weil, ja, die Miete ja doch bezahlt werden möchte. Ja. Und dann hast du dich, ich sage jetzt mal, auf Demos rumgetrieben. Dann habe ich mich auf Demos rumgetrieben. Dann habe ich mir einen Menschen... Den Verschwörern und was auch immer. Ja, das hat in Basel ist das ziemlich klein gewesen. Ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, aber es war Ende März, Anfang April letzten Jahres muss das gewesen sein. Da habe ich mitbekommen, dass in Basel sich einige Leute getroffen haben am Rathaus, beim Marktplatz. Und dann bin ich mal so ganz mutig erstmal dahin, habe mir das so kurz von der Seite angeschaut und habe dann gesehen, doch, das sind ein paar mehr. Und die sehen ganz normal aus, genau wie du und ich. Also keine Schlägertruppen, keine Molotow-Werfer, was auch immer da. Nein, also ganz normale Leute. Und dann bin ich mit zu denen und habe wirklich super nette Leute kennengelernt. Und das war einfach, das tat so gut, sich so auszutauschen. So, wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das? Und habt ihr Angst oder habt ihr keine Angst? Und ja, dann bin ich fast jedes Wochenende dort gewesen. Dann ist es irgendwann auf Münster gewesen. Da war ich dann sogar mal so mutig. Da haben wir dann schon Arbeitsgruppen angefangen zu bilden, dass jeder mal irgendwie geguckt hat. Die einen haben sich beschäftigt mit, also auch so Randthemen, ne? Was alles dazugehört hat, haben sich zum Beispiel auch damit beschäftigt mit 5G-Ausbau, was da alles so am Rande stattgefunden hat. Mhm. Und da habe ich dann das erste Mal mich getraut, ein Mikro in die Hand zu nehmen, die Leute durch eine Kurzmeditation durchzuführen, um ihnen die Angst zu nehmen, zum Beispiel vor 5G. Mhm. Ja, und dann ging das ziemlich schnell los, dass... Hattest du Deutschland-Tour? Deutschland-Tour sozusagen, ja. Mich hatte jemand angesprochen aus unserer Gruppe. Wir haben immer so ehrliches Mitteilen gemacht untereinander. Und da hat mich jemand angesprochen aus Schopfheim. Und die hat gemeint, weißt du was, mit dem, was du da erlebt hast, wie es dir da so gerade geht, hast du Lust, bei uns auf einer Mahnwache mal zu sprechen? Und ich so, ja. Ich habe noch nie vorher irgendwie sowas gemacht, aber... Mahnwachen kenne ich von, wo war das? In Deutschland haben sie immer montags Mahnwache. Was war das? Genau, ehemalige DDR. Leipzig. DDR? Ja. Kommt dir das bekannt vor? Ja, ich bin zufällig sogar in Leipzig geboren. Ja. Hört man dir nicht an? Nein. Ich war noch keine 3 Jahre alt, als meine Mama mit mir an die Ostsee gezogen ist. Bin auf der schönen Insel Usedom sozusagen, so Wolgas ist so am Rand von Usedom, aufgewachsen. Und bin erst mit 18 bin ich nach Bayern gegangen. Ja. Aber den Mauerfall hast du selber nicht erlebt? Doch. Ich war 13 zur Wende. Ich habe es sehr gut erlebt. Ah, okay. Ja, ich habe das alles sehr gut erlebt. Viele gute Rechner wissen, die wissen jetzt, sie ist 30. Ganz knapp. So siehst du aus. 30. Und die nicht rechnen können, sagen, wow, gut erhalten. Trotz Panik, Angst, alles hinschmeißen, neu anfangen und wieder alles am Boden. Mhm. Du strahlst eine wahnsinnig gute, wie sagt man, Atmosphäre aus Stimmung und so. Du bist so richtig, das kriegen wir hin. Ja, klar. Nach dem Video reden wir noch miteinander, weil das kann ich jetzt ein bisschen brauchen. Wie sieht das aus? Der Schweizer Staat hatte gesagt, komm, wir kennen nichts. Jetzt haben wir ein paar Milliarden Unterstützung, kein Problem. Hast du für deine Firma auch Unterstützung bekommen? Oder wie funktioniert das? Hat das geklappt? Ja, also ich habe die erste Zeit habe ich davon gar nichts mitbekommen, dass es das gibt. Als ich das mitbekommen habe, dass es das gibt, habe ich mich nicht getraut, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe selber in Deutschland auch mal einen Job gehabt, dass ich Hartz-IV-Empfänger, die selbstständig gewesen sind und ergänzende Leistungen brauchten, die habe ich betreut. Und ich habe immer gesagt, das muss ich nicht auch haben. Ne?
Und dann war das aber nachher so schlimm, ich weiß nicht mehr, Mai oder Juni, Juni glaube ich, dass mir jemand gesagt hat, so, jetzt ist die letzte Frist, bis jetzt kann man das noch beantragen, diese Corona-Soforthilfe. Mhm. Und ich habe es wirklich auf dem allerletzten Drücker habe ich es beantragt, habe mich getraut, weil ich ja keine Veranstaltung mehr geben konnte. Und dann habe ich tatsächlich den sagenhaften Betrag von knapp 440 Franken im Monat bekommen. 440 pro Monat? Sind so knapp, ja. Ja. So die Hälfte der Miete ist immerhin bezahlt, ne? Und den Rest schneidet man sich aus den Rippen. Mhm. Okay, ja. Aber dafür kriegen Großkonzerne Milliarden, Medien bekommen Millionen, 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 400 Franken. Das mhm. reicht. Mhm. Ist schon bedenklich. Unterdessen sind wir ja, also das erste war ein Shutdown. Im Sommer wurde das dann, ich sag mal, gelockert. Da gab es ja alles Mögliche. Konntest du dann die Seminare fortsetzen? Oder es braucht, ich denke mal, es braucht eine Vorbereitungszeit, mhm. oder? Mhm. Nein. Nicht. Ich konnte es nicht fortsetzen. Weil die Klienten, die es unbedingt machen wollten, aus Deutschland gekommen wären. Und ein Teil hatte sogar gesagt, dass ich in Deutschland, wir hätten Räumlichkeiten gehabt, alles, sie hätten mich gehostet, das wäre alles kein Thema gewesen. Aber es war nie sicher, ob ich, wenn ich dann rüberfahre nach Deutschland, wieder zurückkommen kann. Das, man hat uns ja völlig irgendwie auflaufen lassen. Ja. Also gefühlt jede Woche andere Maßnahmen, oder? Wir haben in Deutschland andere Maßnahmen gehabt, dann haben die angefangen, von Bundesland zu Bundesland was anderes zu machen. Dann haben sie hier plötzlich angefangen, obwohl ja alles erstmal schön ruhig gewesen ist. Übrigens auch mega interessant, hier brauchte man keine Maske, aber in Deutschland schon. Fand ich super, super spannend am Anfang. Das ist, weil du hier an der Grenze wohnst. Mhm. Wenn man jetzt die Grenze passieren will, dann muss man nach Medien was alles Mögliche haben mhm. und machen und so. Wie erlebst du das im Dreiländereck hier? Mhm. Also Frankreich, Deutschland rüber, wie funktioniert das? Mhm. Musst du dich testen lassen, Masken? Noch nie was gehört? Ich habe da noch nie was gemacht. Ich habe mich da... Entschuldigung, ich bin da Kratzen im Hals. Du musst noch trinken, gut. Nee, also ich habe am Anfang habe ich mich ein kleines bisschen verunsichern lassen, aber ich bin dann trotzdem einfach mal auf mein Velo gestiegen und bin rüber über den Zoll. Ich habe dort dann aber auch direkt einen Zollbeamten im Wald einfach mal angesprochen und habe gefragt, wie sieht das aus? Kann ich rüber oder kann ich nicht rüber? Und dadurch, dass ich ja die deutsche Staatsbürgerschaft noch habe und hier in der Schweiz die Erlaubnis habe, hier zu sein, haben sie gesagt, das ist kein Problem. Und ich musste einfach von Zoll zu Zoll Bescheid geben. Ansonsten hätte es Bußen gegeben. Ich glaube, damals waren es 100 Euro auf deutscher Seite und 100 Franken auf Schweizer Seite. Okay. Und sie haben mir dringend empfohlen, dass ich nicht über den Wald fahren soll, sondern über den öffentlichen Zoll. Ja. Und das habe ich gemacht. Aber es hat im Grunde nicht wirklich jemanden interessiert. Ich habe die ersten Male noch kurz einen Ausweis vorgezeigt. Aber ansonsten, es gab sogar Zeiten, wo der Zoll völlig unbesetzt gewesen ist. Ja. Also die Grenzsperren sehe ich, die sind eher medial im Kopf. Und wenn ich mir überlege, Deutschland ist so knallhart mit Kontrollieren. Mhm. Ich habe mir sogar, für den schlimmsten Fall, habe ich mir so eine FFP2-Maske gekauft. Mhm. Habe ich nicht gebraucht. Mhm. Ich dachte, da in Deutschland wirst du verhaftet, wenn du so einen Teil nicht nimmst. Mhm. Anhand von den Medien, wie das ist, brauchte ich nicht. Aber das, wie gesagt, man lässt sich beeinflussen. Halt. Ja, und das ist ja das Schlimme. Also wenn ich mir überlege, ich habe noch nie eine Maske getragen, ich besitze sowas überhaupt gar nicht, also mhm. und ich lebe noch, ich habe trotzdem mein Essen, was ich mir kaufen kann, ich fahre trotzdem mit den Öffentlichen, weil ich kein Auto habe und es funktioniert, ja. es funktioniert. Du gibst wieder Seminare jetzt. Mhm. Funktioniert das trotzdem Lockdown, Lockdown Light, was auch immer für Maßnahmen jede Woche entschieden werden, funktioniert das? Wie? Also ich habe jetzt letzten Monat das erste Mal wieder ein Seminar geben können. Davor hatte ich auch Termine angesetzt, aber es hat sich entweder keiner getraut anzumelden oder aber einfach, dass die Leute immer noch nicht sich getraut haben zu kommen, weil noch von außerhalb. Und was ich jetzt einmal gemacht habe, ist, dass ich es begrenzen muss auf allerhöchstens 4 Teilnehmer, weil... Die neuesten Regeln sind ja, dass man innerhalb eines Raumes irgendwie dürfen, glaube ich, nur 5 Personen sein. Mhm. Also Privatveranstaltungen, es läuft unter private Treffen, so in dem Stil. Ist das das? Momentan ist es ja wieder mal auf 10 erhöht.
Ach, es ist jetzt auf 10 erhöht. Ja, seit einer Woche oder so. Ja. Privatpersonen bis 10 Personen, aber nicht zu viel verschiedene Familien. Ja, also ich habe sicherheitshalber dann einfach gesagt, ausgeschrieben habe ich es für höchstens 4 Teilnehmer. Okay. Ja. Dann machen wir es einfach, dann blenden wir dir jetzt mal hier an der Stelle deine Kontaktdaten an für deine Seminare, dass die Menschen sehen, was du machst. Vor allem denke ich hilfreich, wenn jemand Angst hat, dass er sich melden kann und dass er aus der Angst rauskommt. Ja. Da kannst du sehr gut helfen. Ne? Definitiv, definitiv. Also auch durch Krankheit kann ich gut begleiten, weil da ja auch immer was dahinter steckt. Mhm. Das oh, super. Ah, jetzt haben wir immer gehört, was schlecht gelaufen ist in der Krise. Also für mich hat es auch positive Seiten. Für dich auch? Ja. Was ist für dich das Positive in der Krise? Wie muss ich mir das vorstellen? Also das Positive war, dass als ich mich da, ich glaube, das war der 4. Juli, als ich mich da getraut habe, im Shopify meine allererste Rede zu halten, auf dem Marktplatz, dass ich erstmal diese Angst überwunden hatte, die ich früher hatte, vor Menschen zu reden, dann wirklich mit dem Mikro dagestanden bin und einfach auch darüber reden durfte, die Angst nehmen durfte von einigen, was da jetzt gerade so am Laufen ist. Also es gab Selbstvertrauen. Es gab mega Selbstvertrauen, mega. Ja. Und vor allem waren dort Gleichgesinnte. Das fand ich schön. Und ich habe danach, wurde ich sofort angesprochen, dass ich in Hannover, ob ich da eine Rede halten kann. Da durfte ich den Ralf Ludwig kennenlernen. Bin mit dem eine Stunde im Auto immerhin gefahren, haben ein nettes Gespräch miteinander gehabt. Ja. Dann konnte ich darüber die Ärztin kennenlernen, Karuna Javid-Kiste. Ja. Die ist ja eine mega engagierte Dame. Und die ist echt super nett. Dann habe ich, darüber wurde ich dann engagiert für Schweinfurt, dass ich da dann sprechen durfte. Da habe ich dann auch wieder super nette Menschen kennengelernt. Habe auch wieder mich erweitern dürfen vom Horizont her, mich da zu trauen. Habe dann noch ein paar Wochen später, war ich ein zweites Mal in Schweinfurt, habe mich getraut, mit den Leuten vor Ort zu meditieren, dass ich da auch wieder helfen konnte, aus der Angst mal rauszukommen. Dann, als das dann so ein bisschen publik geworden ist. Also das waren immer die sogenannten Mahnwachen. Mahnwachen und Demonstrationen. Ah, Demonstration. In Hannover ist es Walk to Freedom, okay. Nennt sich das dort. Dass sie dann durch die Stadt auch durchlaufen und dann vor Ort die... Ja, hier in der Schweiz geht das jetzt so langsam los, dass man sich doch auch hinstellt mit so einem kleinen Wagen und da mehrere Leute auch einfach ihre Reden halten und sagen, was sie von dem Ganzen halten. Stiller Protest. Ein sehr stiller Protest. So. Ich sag mal einfach, meine, für die Schweiz, das sind nicht so viele Einwohner, das ist schon sehr viel, wenn man schaut, 2,5, 5, 10.000, und mal schauen, wohin sich das entwickelt, weil alles fängt klein an. Ja, ich finde es mega, dass es hier losgeht. Ich finde es so mega toll. Ich vor einem Jahr waren da 20 Personen auf dem Platz und haben geschwurbelt. Wir waren sehr wenig am Anfang. Und was halt auch einfach, was ich festgestellt habe, und da lachen vielleicht einige, weil die sagen, was ist daran positiv, aber es hat einige gegeben aus dem Freundeskreis, die sich verabschiedet haben. Die dann mitbekommen haben, was ich da mache, die mitbekommen haben, wie ich zu der Sache stehe. Und die wirklich gesagt haben, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Du driftest ja völlig ab, mit dir kann ich überhaupt gar nichts mehr anfangen. Und dafür habe ich mega viele tolle andere Leute kennengelernt, wie zum Beispiel dich. Dankeschön, geht mir auch so. Es gibt einige, die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben, dafür gibt es andere, mit denen kommt man besser klar. Ja, völlig okay. Aber ich sage es mal so, das Leben ist so, dass, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ist wie eine Zugfahrt. Mhm. Manche steigen zu, manche sind länger da und manche steigen nur kurz ein und wieder raus und irgendwann sagst du, okay. Mhm. Aber jeder hat seine Zugfahrt vor sich und da kommen Passagiere dazu und die einen bleiben länger und die anderen weniger lang. Mhm. Was sind so deine Erkenntnisse aus diesem Jahr, wenn man das anschaut, ein Jahr lang, Krise um Krise um Krisen, was hast du so daraus gezogen? Also, die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass das alles ein Theater ist, dass das alles orchestriert ist und dass es im Endeffekt eine riesige Angst- und Panikmache ist, die man ganz schnell beenden könnte, wenn die Leute den Fernseher ausschalten, die man ganz schnell beenden könnte, wenn sie keine Zeitung mehr lesen und stattdessen in ihr Herz gehen, mit den Menschen reden, mit ihrer Nachbarschaft reden. Die Erkenntnis, dass alle Angst haben,
Meine Angst ist halt eine andere Angst vielleicht, als derjenige dort hat. Der hat Angst davor, sich tatsächlich anzustecken. Oder der Nächste hat Angst davor, seinen Job zu verlieren, wenn er die Maske nicht aufsetzt. Er hält vielleicht überhaupt gar nichts davon, aber möchte den Job nicht verlieren. Der andere hat Angst, dass er, ja, gerade Selbstständige, ne, keine Aufträge mehr zu bekommen. Genau. Aber unterm Strich, denke ich mal, ist der allgemeine Konsens eher so, man hört doch auf mit dem Blödsinn, das glaubt ja eh niemand mehr. Und ich verstehe es nicht, dass man das immer noch weiter pusht und weiter pusht, weil wer glaubt es noch? Mhm. Die, die sich fügen, haben auf eine oder andere Art Angst. Also ich sehe, ich erlebe so. Ja. Und darum, ich merke auch, das ist eine schweigende Mehrheit. Mhm. Die trauen sich nicht, was zu sagen, weil sie Sanktionen befürchten, oder? Mhm. Aber jeder halt, wie er kann. Ja. Ja, auch super, dass du das sagst, weil da muss ich sofort dran denken. Ich habe es bei vielen mitbekommen, die dann gesagt haben, sag mal, das ist ja schön und gut, dass du das so vor dich hinlebst. Du gehst immer ohne Maske einkaufen, du fährst ohne Maske mit dem Zug, aber du hast ja niemanden, für den du zu sorgen hast. Und wir haben in der Familie haben wir Streit und das ist so krass, was da alles so hochkommt. Und ich finde halt einfach daran interessant, ja, natürlich gibt es das, aber das hat es schon vorher gegeben. Jetzt ist es offensichtlicher. Und jetzt muss man sich halt einfach mal damit auseinandersetzen, dass innerhalb einer Familie auch nicht alle einer Meinung sind. Und ich habe zwei Halbbrüder, die haben ziemlich schlimme Erkrankungen. Die sind in Pflegeheimen auch untergebracht, in einem Pflegeheim. Und für die ist es real, was da draußen passiert. Ja. Weil ihre Eltern sie nicht besuchen dürfen in dem Heim, wenn die sich nicht an die Maßnahmen halten. Eine Zeit lang war ja überhaupt gar kein Besuch möglich. Da war das so, dass dann an der Glastüre irgendwie die Wäsche so ein bisschen ausgetauscht wurde, aber man durfte sich nicht berühren, was ich da so gehört habe. Und für die war das jetzt eine Befreiung, dass sie sich haben impfen lassen dürfen. Weil sie wirklich einfach hoffen. Also sie haben sich impfen lassen, nur damit sie wieder einen sozialen Kontakt haben können und nicht so eingesperrt. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du musst doch nicht zuhören. Technik? Technik, die begeistert. Die hat doch niemand gefragt. Nein, der Grund, warum sich die beiden haben impfen lassen, war, dass sie, dass bei ihnen die Beratung wohl dahingehend gefruchtet hat, dass sie den Ansatz glauben, wenn sie geimpft sind und die Erkrankung bekommen sollten, dass es dann einen milderen Verlauf hätte. Das ist für sie der Grund gewesen, sich impfen zu lassen. Irgendwie sehe ich immer wieder Hoffnung und Angst. Ja. Ja. Und deswegen kann ich sie auch, weißt du, ich verurteile sie null dafür. Ja. Das ist. Wenn jemand Angst hat, dann. Ja. Man kann sie eigentlich bei dir ein bisschen nehmen lassen und so, aber wenn man nicht will, dann. Muss keiner. Ich werde niemanden missionieren. Ja. Also ich bin auch niemand, als es losgegangen ist mit so Worten wie Schlafschaf oder so, ne, habe ich mir immer gedacht, weiß ich nicht. Also dann muss ich mag gar nicht ins Urteilen gehen oder so. Es gibt Leute, die wollen sich nicht damit beschäftigen. Es gibt Leute, die beschäftigen sich damit, aber haben Angst vor den Konsequenzen. Mhm. Und es gibt diejenigen wie unser einen, die halt einfach mutig sind, authentisch sind und es auch in Kauf nehmen, dass dann halt vielleicht das Geschäft den Bach runtergeht, aber ihre Werte leben. Ja, ist heftig. Mhm. Was ist für dich Eigenverantwortung? Eigenverantwortung ist kein Fernsehen seit knapp über 10 Jahren. Für mich keine Journalien, sondern mich selber zu informieren und das, was da zu mir kommt, dass ich das mit meinen Werten abgleiche und danach handle. Das ist für mich Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, dass ich wirklich selbst denke und selbst handle. Für die das nicht so nachvollziehen können, wie muss ich mir das vorstellen? Da werden, ich sage jetzt mal, Mitteilungen durch die Gegend geballert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich sage jetzt mal, in den freien Medien, wo auch immer das ist. Mhm. Wie filterst du das raus? Mhm. Wie merkst du, Finger weg, da ist was Gutes? Wie gehst du damit um? Mhm. Ich mache das zum Beispiel so, ich habe ja von Deutschland her noch, habe ich einen GMX-Account noch. Wenn ich mich dort einlogge, komme ich gar nicht drum rum, irgendwelche Infos zu sehen. Da kommt ja Baller, 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 Headline. Ja. Und wenn ich da irgendwie merke, dass da was meine Aufmerksamkeit catcht, dann schaue ich es mir nicht dort an, sondern ich gebe das zum Beispiel in DuckDuckGo ein oder in Ecosia
und dann recherchiere ich dort, was ich dazu finden kann. Ich schaue auf YouTube und ich schaue auf Telegram. Mhm. Das ist so, meine ich, das Hauptsächlichste, wo ich gucke. Und dann gehe ich immer da rein, ich schaue mir die Informationen an, so neutral wie möglich. Ich stelle mir das vor, die Indianer und so, die haben doch das immer, dass sie sagen, aus der Adlerposition, ja, aus der Beobachterposition heraus. Und so schaue ich, dass ich das so gut wie möglich einfach neutral mir anschauen kann und gleichzeitig das mit meinem Herzen abgleiche und natürlich auch mit einem gesunden Menschenverstand. Also du siehst nicht nur ein Wort, eine Schlagzeile, sondern du schaust das von oben an. Da ist das, die berichten das und dann kannst du dir eine eigene Meinung dazu bilden. Ja. So. Also meine Maxime ist wirklich die, glaub nicht sofort das, was da steht. Das für mich, ich habe schon immer gefragt. Manche Lehrer fanden das vielleicht kacke, aber ich habe immer gefragt. Wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich immer nachgefragt. Wenn ich frage, bekomme keine Antworten. Und ich habe immer schon einfach, ich habe mich ja sowieso schon früher mit Randthemen beschäftigt. Ich habe mit 16 angefangen, mich mit Satanismus zu beschäftigen oder so. Oder was sind Sekten, was ist die Kirche? Ich wollte einfach die Welt verstehen, so gut ich konnte. Und deswegen ist es für mich ganz natürlich, wenn vorher Treffen stattgefunden haben, knapp ein Jahr vorher, mit allen Weltregierungen, ja, und plötzlich genau solche Szenarien passieren, dass ich dann alles hinterfrage. Ist für mich ganz logisch. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du das, ich sage jetzt mal, von Kind auf machst? Ich weiß immer so, der berühmte Satz meiner Mutter, ich möchte gern das haben. Nein. Ja, aber die anderen haben auch. Ja, wenn die anderen die Klippe runterspringen, springst du auch runter. Nö. Das Konträre dafür war, das macht man nicht. Ja. Das macht man nicht, oder? Wer ist man? Ich habe da meine Mutter schon auch manchmal ins Schleudern gebracht. Aber das Ganze, das ist dieses Hinterfragen, Fragen, das bringt einem auch weiter. Weil das ist eine Meinung, okay, das macht man nicht. Okay, aber irgendwann mal, warum macht man das nicht? Oder? Ich sage jetzt mal, Rülpsen am Tisch ist bei uns unanständig. Was war das, in China oder irgendwo, wenn du da rülpst, dann ist das ein Kompliment an den Kopf. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, China, ja, aber irgendwo, habt ihr das schon gesehen? Da ist ein gesunder Rülpser so ein Kompliment an den Koch. Also, das macht man nicht, doch in Japan oder wo auch immer, da darf man Vollgas geben. Ja, Martin Luther hat auch angeblich auch gesagt, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt? Tschüss, du. Und das gab es mal in Deutschland und jetzt ist man einfach... Wie sieht es aus? Haben wir etwas vergessen? Kommt dir etwas in Sinn? Mir kommt gerade ein Sinn. Machen wir gleich weiter. Du hast gesagt, du informierst dich auf Telegram. Du hast einen Telegram-Kanal. Den können wir auch einblenden, damit man sieht, wie man dich erreichen kann. Du hast da jetzt Kommentarfunktion drinnen. Und danke dir. Seit neuestem. Wenn das Video rauskommt, hast du schon, ist es voll aktiv. Postest du da auch deine Seminare oder wie? Und bei dir melden kann man sich wie, wenn man Interesse hat? Also man kann sich bei mir melden über meine Google Business Page. Ja. Die können wir gerne einblenden. Die kommt auch rein. Über meinen YouTube-Kanal. Denn mit meinem YouTube-Kanal hatte ich ursprünglich angefangen gehabt. Und der wurde mir letztes Jahr von YouTube netterweise geswiped, weil ich ein Video drauf hatte, eine Rede vom Arzt Matthias Poland, Dr. Matthias Poland. Oh. Wie viel Strike hattest du? Ich war zum Glück dann, glaube ich, 2 Wochen nur gesperrt. 2 Wochen? Ja, also das erste war, dass sie... Also der erste ist gratis, dann kriegst du eine Woche. Genau, das hatten sie gelöscht, dann habe ich die Beschwerde eingelegt. Habe gesagt, ich kann null nachvollziehen, was hier los ist. Sie sollen, und habe auch geschrieben, bitte begründen Sie mir das dann, damit ich überhaupt weiß, wogegen ich verstoßen habe. Ich habe die Erlaubnis vom Redner, ich habe die Erlaubnis von Intrinsic Will, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Der hat es auf seinem Kanal auch veröffentlicht gehabt, der Sebastian. Und es waren alle Erlaubnisse da. Und daraufhin kam, ich habe keine Mitteilung bekommen, gegen was ich verstoßen hätte. Hast du eine Antwort auf deine... Es war wieder freigeschaltet dann. Es war dann einfach, es wurde ihnen stattgegeben, dann war es wieder freigeschaltet, aber man hat ja dann null Reichweite mehr. Du weißt nicht, es war alles weg, die Kommentare waren weg, alles war weg. Und dann habe ich kurz drauf nochmal vom Matthias Poland was gehabt und das Video haben sie dann komplett gelöscht, als wir, ich war bei Aufrufen, knapp 28.900 Aufrufe waren es, glaube ich. Und dann zack,
weg. Und das war dann halt der zweite, da war ich dann für 2 Wochen irgendwie auch gesperrt. Und das war für mich die Initialzündung zu sagen, okay, ich habe Kennedy veröffentlicht, ich habe Berlin veröffentlicht, ich habe keine Ahnung was alles veröffentlicht, jetzt wird mir das hier zu heiß, ich mache jetzt einen Telegram-Kanal auf. Mhm. Und dann habe ich nur noch diese Sachen in kompletter Länge auf Telegram auf meinem Videokanal gehabt und habe dann auf YouTube nur noch halt die Teaser, sagt man glaube ich, oder? Einfach nur eingeleitet und dann mit einem Link weiter, dass man sich das auf Telegram anschauen kann, weil es da dann wenigstens nicht gelöscht wird. Das nennt man dann schon so schön Shadowbanning. Mhm. Shadowbanning oder auch immer. Mhm. Und zwar funktioniert das einfach. Ich habe 30.000 oder irgendwas mehr Abonnenten. Mhm. Ich hatte früher Aufrufzahlen 100 bis 200.000. Und dieses Video wird vielleicht 1.000 Aufrufe bekommen. Mhm. Ich habe es gesehen, zum Beispiel bei befreundeten Kanälen, die ich gerne anschaue, die sind vielleicht ein bisschen kritisch. Mhm. Ich wurde deabonniert. Obwohl ich habe ja nicht gedrückt. Mhm. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe jeden Tag geschaut. Okay. Nummer 2. Dann habe ich wieder abonniert und wieder abonniert, weil ich schaue jeden Tag, wo ist der Link. Mhm. Und unterdessen ist es so, trotz Aktivierung der Glocke bekomme ich keine Mitteilung, dass da neues Video hochgeladen wurde. Das ist Shadowbanning von YouTube aus. Mhm. Jetzt hast du 30.000 Abonnenten, aber keiner merkt, dass du ein Video hochgeladen hast. Ja. Wir laden das auch auf YouTube hoch. Also im Übrigen, ich mache das irgendwo unten rein. Sabine Seibold, mhm. YouTube-Kanal, Telegram-Kanal. Haut beim YouTube-Kanal ein Abo rein. Macht ein Gefällt mir, macht ein Abo, egal wo, bei mir, bei ihr, bei beiden, es ist okay. Es geht einfach darum, um diesen Algorithmus mal einen Kick in den Hintern zu geben, damit er wieder weiß, was er zu tun hat, weil es wäre schade. Möchtest du noch etwas sagen? Mhm. Ist etwas, was ich vergessen habe? Also was mir jetzt gerade ad hoc noch einfällt, ist, ich fand das einfach so krass interessant, einfach mit dem Dreiländereck zu erleben, wie offen die Schweiz am Anfang gewesen ist. Hier hat so gut wie keiner Maske getragen, als das losgegangen ist. In Deutschland war ja alles überzogen. Man durfte nicht mal mehr im eigenen Land, durften die Leute irgendwie reisen. Ich habe es trotzdem gemacht und ich lebe noch. Meine Frage, am Anfang hieß es nicht auch in Deutschland, die Maske nütze nichts, die sind nur für medizinische Zwecke. Ja. Und dann wurde trotzdem Maske getragen, oder? Trotzdem haben die Leute Maske getragen. Dann kam doch irgendwann von der WHO auch, dass es an und für sich gar nichts bringt, dass man es gar nicht machen soll. Dann wurde die Pflicht eingeführt. Und weil so viele Masken angekauft und produziert wurden, die muss man auch wieder wegbringen. Also für die Leute, die es interessiert, auf meinem Kanal könnt ihr auch ein Video finden. Wir haben nämlich bei Müller einfach mal einen Maskencheck gemacht, was da so für Materialien drin sind und wo die Masken her sind. Und das meiste ist made in China. Und dann guckt man vielleicht noch hinten drauf, was das für Materialien sind, aus was das ist, was man dann so einatmet. Und dann darf man sich nochmal informieren, wie groß dieser Virus ist und wie groß die Lücken sind in diesen Masken. Mhm. Und dann darf man mal da oben anschmeißen. Mal ganz wichtig. Interessanterweise, die einzige Maske, die wir da auch gesehen hatten, war eine Schweizer Maske, die einigermaßen vertrauenswürdig aussah, wo auch sogar drauf stand, dass die gegen Viren hilft. Mhm. Bei allen anderen steht explizit hinten drauf, hilft nicht gegen Viren. Also ist doch ein Staubschutz. Ein Staubschutz? Ja. Ja, weißt du, das ist ja auch so, die Maske hält nicht das Virus auf, sondern nur, wie heißt das da? Die Aerosole. Aerosole. Ich hau jetzt mal ein Aerosol. Komm, Aero, nochmal 100% Aero, Wasser hier. Aerosol rein. Ja, ist ein Wahnsinn. Wenn wir jetzt so machen können, was möchtest du? Also ich wünsche mir, dass die Leute einfach mal die Maske jetzt ablegen. Und zwar alle Masken. Weißt du, vorher haben sie Masken getragen, die man nicht gesehen hat. Und sind damit rumgelaufen. In einen Job, den sie nicht mögen. Sind auf Veranstaltungen gegangen, vielleicht mit Familienmitgliedern, wo sie gar nicht hin wollten. Dass sie einfach jetzt mal authentisch leben. Das Ganze auch wirklich sehen, wie wichtig ist das soziale Umfeld. Wie wichtig ist es, sich zu umarmen. Hm. Mensch, Leute. Also ich kann es null nachvollziehen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und all das wird kaputt gemacht. Dass die Menschen einfach anfangen, selber zu denken, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wer die Maske weiterhin tragen will, kann es gerne machen, aber bitte nicht mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die so lebensmutig sind, einfach zu sagen, ja, das Leben ist lebensgefährlich und ich nehme es in Kauf. Und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du ja gerne Abstand von mir halten, aber wir halten zusammen. Das fände ich richtig schön. Wir sind verschiedener Meinung, aber eigentlich haben wir die gleiche Richtung. So what? Ja.
Das ist, also ich weiß ich nicht, also für mich ist da einfach so, ja, ich mag so gerne dieses Zitat, wir sind nicht Menschen, die hier sind, um spirituelle Erfahrungen zu machen, sondern spirituelle Wesen, die hier sind, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und da gehört es dazu, dass wir das Leben mit allem leben, was dazu gehört. Ich muss jetzt gerade einen Moment lang, sag's nochmal. Was hat das jetzt? Nee. Ja. Sag's nochmal, weil das ging zu schnell. Wir sind keine Menschen, die hier sind, um spirituelle Erfahrungen zu machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die hier sind, um menschliche Erfahrungen zu machen. Dann machen wir menschliche Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und für deine Aerosole. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichen Dank. Und schaut bei Sabine Seibold rein. Irgendwo sind Links da, im Video, Beschreibung, da drinnen, Untertitel, egal wo, bastel das rein, egal wo, ihr findet alles. Oh, eins fällt mir noch ein, das mag ich noch weitergeben, weil ich immer gefragt habe, wie ich das mache, dass ich hier oben ohne sozusagen überall rumkomme. Ne? Leute, das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr in eurer Mitte seid und gefragt werdet nach der Maske, könnt ihr alle einfach sagen, ich bin befreit und dann mal gucken, was passiert. Schaut in eure Gesetze rein. Dort steht überall ein Befreiungsgrund drin, macht euch kundig und dann seid in eurer Mitte, seid in eurem Standing und dann wisst ihr auch, wie ihr auftreten könnt. War mir jetzt noch wichtig. Dankeschön. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.